geisteskrankes Video, Leute. Holt euch wirklich Popcorn, Robbie Bubble und genießt auf jeden Fall das Video. Wir werden alles Mögliche von klein nach groß zünden heute. Zum Beispiel unter anderem das allerteuerste, was wir hier haben. Space Crash für 250 Euro, Leute. Das ist eine Batterie, Leute. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Wir haben natürlich aber auch ganz, ganz viele weitere Batterien, die auch sehr krass sein sollen. Zum Beispiel hier dieses Sky of Diamonds. Das war das teuerste im Aldi zum Beispiel. Oder wir haben auch hier eins für 80 Euro. Und wir werden halt eben vergleichen, was hat sich jetzt am meisten gelohnt zu kaufen, Leute. Vielleicht sind es doch die Raketen hier hinten dran. Zum Beispiel die Wunschrakete, wo wir unseren eigenen Namen draufschreiben können, den im Himmel angeblich sehen werden. Wir haben auch kleinere Böller und so weiter. Wir werden alles testen. Es wird ultra krass, Leute. Lasst jetzt einen fetten Like da und ein kostenloses Abo. Wir sind kurz vor den 2 Millionen Abonnenten. Schaffen wir es vielleicht noch in diesem Video? Ich weiß nicht. Abonniert gerne, Leute. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal los. Let's go. So, Freunde, Sprengmeister Lukas ist am Start, Alter. Ich bin richtig gewappnet. Schaut mal euch das Ganze an. Wir werden jetzt gleich von klein nach groß machen. Hier ist das größte und teuerste. Und wir laufen jetzt mal hier zusammen die Reihe entlang. Und zwar haben wir auch zwischendurch natürlich die Raketen. Wir haben auch ein bisschen nach Preis geordnet. Und hier ist tatsächlich der Start, das Luftschlangenspray. Dafür brauchen wir noch nicht mal hier den Kollegen Feuerzeug. Sondern Leute, damit fangen wir an. Das ist das allererste auf unserer Liste. Ich würde sagen, auch das ziemlich günstigste. So, einmal hier schütteln. Dann aufmachen den Bums, Leute. Und ich würde sagen, ihr werdet sehen. Oh! Wow! Ich habe mich ein bisschen selbst angedingst, Leute. Genau, das ist das Luftschlangenspray. Meiner Meinung nach ziemlich unnötig, aber Leute, auch diese Produkte gibt es. Dann kommen wir zu dem nächsten, und zwar die Konfetti-Kanone, Rosé-Konfetti. Ihr dürft diese Sachen nur zünden, also ab gleich, wenn ihr 18 seid. Ich bin ja 24, ihr wisst es. Und 3, 2, 1. Oh. Oh, let's go. Jetzt kommen wir zu einer Special-Sache. Schaut mal, wie geil die aussieht. Das ist einfach mal ein Luftschlangenkracher in so einer goldenen Flasche sozusagen. Leute, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen teurer. Und zwar muss man hier genauso wie bei der Konfetti-Kanone so drehen. Wow, Alter, ist das abgegangen. Das ist schon mal eine Ecke krasser. So, jetzt kommen wir zum nächsten und da brauchen wir tatsächlich dann... Oh. Und da brauchen wir dann tatsächlich auch das Feuerzeug, Leute. Und zwar hier die dicken Brummer. Sind, finde ich, sehr, sehr geil. Schaut mal, Leute, die sind auch schon so ein bisschen dicker. Die sind natürlich für Kinder, ne? Also die sind noch ab 12. Also ab 12 darf man die selbst zünden sozusagen. Okay, ich würde sagen, wir zünden einmal. Leute, wir haben hier sehr, sehr windig. Okay, Leute, jetzt geht's ab, Leute. Und zwar einmal der dicke Brummer. Uhuhu. Alter, der ist ja noch richtig abgegangen. Dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zu so einem Multipack, Leute. Ihr seht schon, hier gibt es so verschiedene Sachen. Und es gibt hier sogar eine Sache mit 100 Schuss, dieser Fire Rain. Und den versuchen wir, das ist halt das Krasseste aus dem Pack, deswegen machen wir das. Schreibt auf jeden Fall bei jeder Sache eine Bewertung. Ich würde dem dicken Brummer, weil es ja für Kinder ist, schon eine, so eine 6 von 10 geben. Okay, Leute. Uhuhu. Digga, let's go. Wow! Wow! Alter! Digga! Let's go! Wir warten noch mal ein bisschen ab, aber ich glaube, das war's schon. War nicht schlecht, Leute. Ich sag ehrlich, aber 4 von 10. 4 von 10 meiner Meinung nach. Okay, kommen wir zum nächsten, Leute. Hier, diese Fußbälle. Die fand ich schon direkt beim Kaufen interessant. Und zwar haben die eine Zündschnur, da muss man die halt wegwerfen. Spinning Soccer Balls, let's go. Okay. Okay, okay, Leute. Alter. Ey, geisteskrank, Digga, was war das denn? Ey, der war krasser als ich dachte. Ich würde dem schon so eine 7 von 10 geben. So, dann kommen wir zur ersten Rakete. Und zwar hier diese, Leute, das ist die Wunschrakete. Okay, Leute, let's go, Digga. Nicht schlecht, würde ich sagen, Leute. Kommen wir auf jeden Fall zur nächsten Stufe. Haben wir hier einmal die Space Runner Effekt Rakete. Das ist jetzt schon mal ein größeres Kaliber. Okay, Leute, die nächste Rakete. Und let's go!
enttäuscht, bin ich ehrlich, Leute. Die war jetzt nicht so krass. Leute, wir machen jetzt auf jeden Fall einmal weiter mit der hier. Weil das sind beides, ihr seht schon, beides Goldraketen. Die sind wahrscheinlich sogar vom selben Hersteller, nur anders bedruckt. Und gleich geht es dann auch schon zu den Batterien. Auf die bin ich sehr gespannt. Die soll ja angeblich Gold sein. Let's go. Let's go, die nächste Rakete, Leute. Oh. Oh, die hatte den Zusatzeffekt, Leute. Da muss ich schon sagen, ein bisschen besser. Ich würde der eine 6 von 10 geben, immerhin. Und zwar kommen wir jetzt zu dem hier, der Magma Master, Leute. 90 Sekunden Brenndauer, 5 Meter Höhe, das ist schon nicht schlecht. Let's go. Ich bin gespannt, Leute. Ich erhöhe 8 von 10. Das war schon echt krass, Leute. Dann machen wir mal weiter. Jetzt haben wir jetzt hier so eine runde Batterie. Blowout heißt das Ganze. Ich würde sagen, Leute, kommt mal mit. Let's go. Jetzt ein bisschen Abstand. Okay, das müsste reichen. Das kann es doch nicht gewesen sein. Oh! Alter! Alter! Digga! Digga! Digga, guckt euch das an, Leute! Ey, das ist no joke krass! Leute, das ist no joke krass! Wow! Alter, das ist schon gutes Kaliber hier. Alter, noch mehr Effekte. Gutes Kaliber schon, aber es wird noch viel krasser, Leute. Lol, 3. Ich glaube, jetzt ist es durch, Leute. Aber ne, immer ein bisschen abwarten, bevor man wieder hinläuft. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Stufe. So, ist das hier Ocean of Lights, Leute. Mega Fontänenbatterie. Let's go. Der nächste, Leute. Es wird schon langsam immer größer. Let's go, Leute. Also noch, würde ich sagen, sehr enttäuschend. Das ist schon etwas richtig Heftiges. Das hat jetzt 80 Euro gekostet schon. Okay, Leute. Jetzt bin ich mal richtig gespannt, ey. Oh, Leute. Alter. Ey, die nächste Batterie hier. Alter, die geht ja richtig ab, ey. Was? Alter, Junge. Digga, die ist ja geisteskrank. Wow.
Junge! Alter, das ist zu krank! Digga, das ist zu krank, sag ich euch. Digga, ist das heftig. Alter, was? Digga! Alter, das ist Next Level! Oh mein Gott, war das krank, Digga! Mit Abstand das Heftigste! 9 von 10, meiner Meinung nach, ja? Das waren schon krasse Effekte. So auf einmal ganz viele und so weiter. Das war schon echt krass, Leute. Okay, okay, okay. Kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Geisteskrank, Leute. Ouvertüre, Leute. 293 Schuss. Das ist schon echt geisteskrank. Ich würde sagen, let's go. Okay. Digga, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Okay. Okay, also das ist bisher sehr schwach. So, Leute. Das ist bisher ein bisschen schwach, würde ich sagen. Aber mal schauen, vielleicht wird es jetzt noch mal ein bisschen krasser gleich. Okay. Aha. Ah, okay, jetzt ist krasser. Pyrotechnika Lukas! Let's go, Digga! Ja, ja, ja. Bisschen besser wird es jetzt, aber ich glaube, gleich kommen die richtig dicken Batterien. Und dann wird es richtig krass. Das sind ja fast 300 Schuss. Ey, das ist so schön zu sehen, Leute. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Es ist aber noch nicht 0 Uhr, gleich ist es tatsächlich. Also Leute, meine Bewertung auf jeden Fall, ja, 7 von 10. Okay Leute, dann würde ich sagen, wir haben hier einmal Alien, Interstellar und Zenith. Ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach mal so, wir gehen direkt zu Zenith. Ich würde sagen, die sind wahrscheinlich ziemlich ähnlich. Und hier haben wir auf jeden Fall schon, ja, nicht schlechte Sachen. Ich würde sagen, let's go. Leute, die nächste Batterie. Die drittnächste. Alter. Ey Leute, das ist schon echt krass. Das ist auf jeden Fall jetzt die drittletzte. Die hat auch so krasse Rainbow-Effekte. Wow. Alter. Ey, das ist Endstufe, Bro. Okay Leute, nicht schlecht, nicht schlecht. Kommen wir auf jeden Fall jetzt zum nächsten. Also Leute, vorletztes, und zwar hier Sky of Diamond. Das war das teuerste von Aldi. Hey Leute, das vorletzte. Digga, ey, es ist so heftig. Ich bin noch mal gespannt, wie es dann weitergeht. Schön, Alter. Lass mich ein Like da. Ist aus. Let's go. Alter, Digga. Das ist Next Level, Bro. Gott, Digga. Sehr, sehr krank. Das heißt, wir kommen jetzt zum großen Finale, Freunde. Let's go, Bro. So, Leute, wir kommen jetzt zum großen Finale. Und zwar, schaut mal, 250 Euro, das größte Paket von allen. Alter, das war auf jeden Fall ein krasses 2024, hoffentlich. Und, Leute, das große Finale, Digga. Let's go, das große Finale. Digga, 300 Euro! Okay, bisher ein bisschen enttäuschend, aber vielleicht wird's ja noch. Alter!
Hahaha, Junge! Bro! Ey, das ist so krass, Digga. Das ist immer noch nicht zu Ende. Wow! Alter, Junge! Und es ist immer noch nicht vorbei. Bro, das ist so heftig, Leute. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Hoffentlich kommt bei der Batterie. Es war ein krasses Finale. Digga, 250 Euro. Was? Bro! Digga, das war ein geisteskrankes Finale, Leute. Ich würde sagen, lasst einen fetten Like da, kostet es aber Hilfe zu den 2 Millionen Abonnenten. Bis dann, ciao, ciao.